Herzlich willkommen im siebten Teil des Java-Tutorials. Heute etwas über Methoden und die beiden Unterbegriffe Prozedur und Funktion. Was sind Methoden? Methoden sind eben Sachen im Code, die aufgerufen werden von irgendwo anders. Zum Beispiel die Void-Methode. Also die Main-Methode ist eine statische Methode und eine Prozedur. Und wenn ich jetzt zum Beispiel System.out.println mache, ist das ebenfalls eine Methode, ebenfalls eine Prozedur. Und alles, was man generell aufruft, das Klammern hinter dem Namen stehen hat, ist eine Methode. Und ich werde hier jetzt erstmal ein paar Methoden erstellen. Zuerst beginnen wir mit der Prozedur. Ich werde hier jetzt mal eine Public Static Void ausgeben, erstellen. Und die soll System.out.println Hallo ausgeben. Das ist eine Prozedur. Eine Prozedur wird immer mit dem Schlüsselwort Void initialisiert. Und kann ohne Parameter aufgerufen werden. Also ich kann jetzt hier ausgeben, einfach so aufrufen. Und wenn ich das mache, dann schreibt er Hallo in die Konsole. Ich kann jetzt auch mit Parametern machen, indem ich zuerst angebe, welcher Typ der Parameter sein soll und danach einen Namen des Parameters, wie ich ihn dann in der Prozedur haben will, zum Beispiel s. Und dann sage ich dem hier s und dann gibt er eben das aus, was ihm übergeben wird und System.out.println s eben. Und jetzt sagt mir aber hier der Aufruf von ausgeben, dass die Methode ausgeben in der Type Main Class, also in der Klasse der Datei, nicht aufgerufen werden kann, weil keine Argumente angegeben sind. Und das werde ich jetzt hier mal tun. Also schreibe ich ein Hallo. Und dieser String wird eben dann an die Methode übergeben. Die Methode liest den dann aus als s. Und gibt den dann als s aus. Und jetzt haben wir hier Hallo stehen. Ich kann weitere Parameter übergeben. Zum Beispiel sage ich jetzt, ich will einen Int haben, den nenne ich i. Dann sagt er wieder, dass es nicht funktioniert, weil ich da einen i hinten dran hängen muss, zum Beispiel 3. Und da kann ich dann zum Beispiel machen for int 0 i kleiner. Okay, i wird dann nicht funktionieren, dann nehme ich j, i kleiner j, ah, i plus plus und den Codeblock. Dann wird er dreimal Hallo ausgeben. Oder fünfmal, je nachdem wie oft, was für eine Zahl ich da eben als j reinschreibe. Und so kann man eben Parameter an die Prozedur übergeben. Ich kann auch den Programmcode ausführen, ohne die Prozedur aufzurufen. Das ist was Wichtiges, was viele nicht dazu sagen, weil manche glauben, dass wenn man das so stehen lässt, dass dann der Programmcode nicht funktioniert, wenn ich ihn nicht aufrufe. Aber das stimmt nicht. Das wird trotzdem aufgerufen. Es wird einfach nur die Ausgeben nicht aufgerufen und deswegen wird es einfach stehen gelassen. Wenn ich jetzt eine Funktion will, dann hat die immer einen Rückgabewert. Also muss ich angeben, was für eine Art Rückgabewert ich haben will. Zum Beispiel hier jetzt sagen wir, ich möchte einen String haben und sage, die heißt zusammenführen. String s1 und String s2. Codeblock. Jetzt sagte mir von Anfang an schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und was stimmt, ist, dass der Return-Wert fehlt. Und den gebe ich an mit Return s1 plus Leerzeichen s2.
in dem Fall. Und da habe ich das Plus vergessen. Dann habe ich nämlich einen Return-Wert und dann ist er zufrieden, weil er ein String ist und ich habe eine Methode, die eben etwas zurückgibt. Wenn ich das jetzt in der Main mache, muss ich in der Main, kann ich zum Beispiel hier jetzt das Ganze sogar zusammenfügen, sag ausgeben, zusammenführen, hallo und Welt. Und das Ganze gebe ich dreimal aus. Und dann gibt er mir dreimal Hallo Welt aus. Weil das eben ein String ist und das ist äquivalent zu String ABC ist gleich zusammen führen ABC XYZ. Das, weil diese Funktion eben ein String ist. Und das sind eben Methoden. Und die werden eben so aufgerufen. Der Rückgabewert von Methoden kann alles angegeben werden, was man will. Zum Beispiel auch Int, Float, Double. Man kann auch seine eigenen Klassen, wenn man objektorientiert programmiert, kann man seine eigenen Klassen zurückgeben. Und solche Sachen eben. Und prinzipiell war es das eigentlich schon. Also ich kann auch zum Beispiel jetzt Konditionen einbauen in die Methode, zum Beispiel wenn ich jetzt sage if s1.length plus s2.length größer 7 soll er return nur s1 und wenn nicht eben return s2. Da muss man kein else machen, weil wenn er das return s1 macht, dann geht er sowieso aus der Methode raus und gibt den Wert zurück. So weit kommt er dann gar nicht, dass er das ausgeben könnte. Weil das, falls jetzt die if falsch ist, da drinnen, dann geht er sofort aus der if raus und ruft das auf. Und wenn ich das jetzt so mache, dann müsste er dreimal Hallo ausgeben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ABC und XYZ in dem Fall nehme, da müsst ihr beide ausgeben, weil das 6 Buchstaben sind und nicht 7. Und so kann man da eben auch Konditionen einbauen, solche Sachen eben. Ich hoffe, es war hilfreich für euch und bis zum nächsten Mal.